Ethan Carter I didn't know, but he knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail. But soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. Ja, und somit herzlich willkommen zu The Vanishing of Ethan Carter. In der Remastered Edition. Und wie so häufig habe ich keine Ahnung, was mich hier so erwartet. Von daher werde ich mich hier sehr gründlich umsehen. Holy shit! Okay! Fängt schon gut an. Okay. Also wir sehen da ein Skelett. Okay, offensichtlich können wir irgendwie in die Vergangenheit oder irgendwie sowas schauen. Ich hoffe, dass mit dem Ton stimmt alles. Der Abmischung. Aber es sollte eigentlich gut sein. Alter. Einfach solche Fallen im Nirgendwo. Viele Skelette, nicht nur ein Skelett. Sollte wohl wahrscheinlich Ausschau halten nach Fallen. Und Dinge, die wie Fallen aussehen könnten. Denn offensichtlich ist das Gelände hier nicht gerade uns freundlich zugesandt. Wie zum Beispiel hier unten. Diese Falle habe ich jetzt gesehen. Und es scheint so, als ob wir dieses Bild hier immer wie mehr vervollständigen. Am Schluss vielleicht etwas Interessantes sehen können darin. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich würde sagen, es fehlt noch ein kleines Stückchen. Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen ähnlich aufgebaut wie andere Spiele. So à la Walk Simulator. Okay, wir kommen hier durch. Gut zu wissen. Aber sollen wir dort auch durch? Oder müssen wir dem Weg folgen? Um das letzte Teilstück zu finden.
Okay, wir können auch den Bridge closed. Do not enter. Boah. Was für eine schöne Aussicht. Bevor wir hier diese Brücke uns anschauen, gehen wir kurz noch hier unten entlang. Bloß um sicher zu gehen, dass wir hier nichts verpassen. Denn irgendwas fehlt uns ja noch. Aber da gibt es jetzt nichts. Red Creek Valley seemed like a quiet, ordinary place. I've learned two things in my life. No place is truly quiet, and nowhere is really ordinary. Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. He didn't need to worry. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. Already I knew that. Okay. Sind wir irgendwie ein Detektiv, ein Polizist, der sich auf die Suche begann, um Ethan zu finden? Könnte möglich sein, wenn das sein letzter Fall hier ist. Also unser letzter Fall. Ich denke mal, wir müssen über die Brücke. Von daher gehen wir erst hier entlang. Und schauen uns hier etwas um. Mir ist so schwierig zu sagen, wo entlang. Wo müssen wir entlang? Welches ist der richtige Weg? Es scheint wohl hier wahrscheinlich nicht viel weiter zu gehen als hier hin. Wahrscheinlich ist hier die letzte Falle irgendwo. Ja. Okay, lass mal sehen. Holy shit. Hunderte Schädel. Skelette. Lesen. Saft. Tag für Tag kam ein alter Mann in den Wald, um Saft von den Bäumen zu trinken. Um dorthin zu gelangen, musste der alte Mann an vielen gefährlichen Fallen vorbei. Die Dorfbewohner glaubten, dieser alte Mann würde ein Jade-Amulett im Wald verstecken. Doch der alte Mann wollte, dass die Dorfbewohner das glauben. Und so würden sie im Wald nach einem Schatz suchen. Und nicht seinen Saft trinken. In einer kühlen Herbstnacht legte jemand ein Feuer im Wald, das sich bis zum Dorf ausbreitete. Der alte Mann entkam dem Feuer, indem er sich mit dem Saft bedeckte. Als er zum Dorf zurückkehrte, fand er nur noch die Knochen der Dorfbewohner. Der alte Mann setzte sich hin und weinte. Dann fand er noch mehr Saft. Ethan, I told you, you can't be here. But Gramp, I wrote something for you. That's real nice. Thank you. Just leave it. I'll read it later. Das waren also die Dorfleute, die wohl im Feuer verbrannt sind. One dead in house fire. Ein Toter bei Hausbrand von Jeff Churmu. Bayfield County,
Am Mittwochmorgen wurde ein historisches Haus im Red Creek Valley durch ein Feuer beschädigt, so die Feuerwehr von Bayfield County. Eine sechsköpfige Familie schlief, als der Brand in dem abgelegenen Haus in 46 Old Ocean Road in Creek Valley ausbrach, das früher Albert Vandegrift gehörte. Gail Carter, 58, wurde noch am Unfallort für tot erklärt. Die übrigen Familienmitglieder konnten entkommen. Carters Ehemann, Edwin, 62, erzählte den Ermittlern, er sei womöglich mit einer angezündeten Zigarette in seiner Hand eingeschlafen. Feuerwehrleute wurden um 1:22 Uhr zum Unfallort geschickt und verblieben dort bis Mittwoch um etwa 5 Uhr. 4 Stunden später kehrten sie zu dem Anwesen zurück, um Glutnester zu löschen, die wieder entfachten. Nach hitziger öffentlicher Anhörung noch keine Antworten für Vandegrift Erben von Tom Orton. Bayfield County. Mitglieder der Familie Vandegrift versammelten sich heute erneut im Gericht von Bayfield County, um über das Vandegrift-Vermögen zu verhandeln, das seit 1961 treuhänderisch verwaltet wurde, als Albert Vandegrift im Alter von 71 Jahren bei einem Grubenunglück ums Leben kam. Die Nachwirkungen zerstörten beinahe Vandegrift Industrial und schadeten der lokalen Wirtschaft schwer. James Vandegrift, 38, aus Chicago, behauptete, die Ansprüche seines Vaters wären unverschämt gewesen. Und viele Vandegrift-Familienmitglieder hätten persönliche Gründe, nicht in Red Creek Valley auf dem Vandegrift-Anwesen zu leben, wie im Testament des älteren Vandegrift festgelegt. Das Feuer, bei dem das Vandegrift-Anwesen wohl verbrannte. Ich werde jetzt noch nicht so schlau aus dieser Geschichte. Heißt. Ne, Ethan heißt Carter Nachname. Und Vandegrift ist eine andere Familie. Die wohl im gleichen Dorf lebte, schätze ich mal. Jetzt gehen wir mal über die Brücke, denn ich glaube, hier haben wir jetzt alles gesehen, was man sehen konnte. Echt schöne Aussicht hier. Aber nicht gerade sichere Brücke. Drüben ist ein Anwesen, Haus. Drüben ist ein Damm. Ist auch noch ein Gebäude. Und dort vorne ein Zug. Okay. Hört sich nicht so gut an. Von daher schnell über die Brücke. Können wir mit dem Zug fahren? Wäre irgendwie cool, wenn das gehen würde. Blut, Mensch, Tier, Unfall, Mord. Kurbelwelle. Frische Kratzer, kürzlich benutzt. Kurbel. Wir brauchen eine Kurbel. Okay, die liegt am Wasser unten irgendwo. Am Seeufer.
Ja, wahrscheinlich irgendwo da drin. Gehen wir mal hinein. Kommen wir mit Sicherheit nochmal hier zurück. Da wir der Straße nach unten folgen müssen, gehen wir natürlich bei jedem Spiel eigentlich immer in die falsche Richtung zuerst. Um zu schauen, ob es hier irgendwas Schönes gibt, was man verpassen würde. Aber scheint jetzt hier nicht der Fall zu sein.